Das weiß ich nicht, Fräulein. Und damit, hallo, willkommen zurück zu Legos und Dane. Kommen, meine lieben Freunde. Sorry, dass gestern keine neue Folge kam. Ihr müsst so sehen, ich bin im Moment schwer krank und es tut mir unglaublich weh, heute für euch aufzunehmen. Deswegen verzeiht es bitte, falls noch die ganze Woche nur eine Folge am Tag kommt. Ich versuche zwei zu machen, aber der Hals brennt wirklich übelst krass und es ist unglaublich anstrengend, das hier zu veranstalten. Aber ich reiß mir trotzdem den Arsch auf für euch. Aber bitte verzeiht es, wenn es doch nur eine Folge sind. Ich weiß, ihr seid jetzt natürlich ganz anderes gewohnt nach dem Lego City Spam in den letzten Tagen. Aber ich konnte es ja natürlich auch nicht ahnen, dass ich jetzt auch noch krank werde. Deswegen bitte verzeiht es und nehmt es mir nicht allzu übel, wenn ich jetzt die nächsten Tage etwas... Was habe ich denn... Ich will die Mission machen! Nein, ich habe jetzt nicht wirklich so einen Fahrzeugdiebstahl gefunden. Oh nein! Aber eine geile Viper. Eine geile Viper. Okay, ja, jetzt muss ich es auch machen. Scheiß drauf. Ach so, oh ja, das war natürlich nicht geplant. Oh! Ja, und... Oh! Damit... Oh, ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Ich hatte das nicht geplant. Wenn das so weitergeht, überlebe ich das eh nicht. Ich kann mich ja hier kaum aufs Fahren konzentrieren. Alter Verwalter, hier ist es los. Ja. Okay, wir starten die Folge mit einem Fahrzeugraub, obwohl ich eigentlich nichts weiter gesucht habe als diesen blauen Farbwechsler, den wir brauchen, um bei der Mission überhaupt mal weiterzukommen. Ich könnte jetzt auch einfach mal wieder Nitro einsetzen. Dann wird das hier ein bisschen laufen. Aber okay, so kann es enden. Ich habe halt hier gesehen, dass ich da was aufbrechen kann. Ich kann ja nicht ahnen, dass es gleich wieder eine Fahrzeugdiebstahl endet. Jetzt mal ernsthaft. Das kam für mich jetzt etwas überraschend. Schön, wie man vorne den Motor mal sieht. Okay, so, Achtung, Map. So, bisher nur geradeaus, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Wie weit ist es noch? Okay, es ist noch ein kleines Stück. Aber ich sollte es schaffen, selbst mit nur noch zwei Herzen sollte das hinhauen. Also wenn mir jetzt nicht hier gleich der Bulle voll in die Fresse fährt, dann schaffe ich das. Ja, das sieht ganz gut aus. Vor allem hier... Oh! Eigentlich schon gezählt, den wir sogar kennen. Okay, das schaffen wir, das schaffen wir. Hier geht es nämlich gleich rein. Und das war Fahrzeugdiebstahl Nummer 3 von 17. Ich weiß nicht genau. Es war Nummer 3. Ah, von 13. Okay, von 13, damit haben wir die Viper sogar freigeschalten. Das ist natürlich geil, weil die ist der Hammer. Map. Der einzige Nachteil ist natürlich, ich muss da jetzt nochmal hinfahren. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Ach, scheiße. Ja, cool. Jetzt ist es mir auch schon egal. Dann fahren wir zurück. Wenn du nicht mal da bist, degradiere ich dich so weit, dass du vor Polizeihunden salutieren kannst. Ja. Ich beeile mich ja schon. Ich muss trotzdem erst, Entschuldigung, ich muss trotzdem erst den blauen Farbwechsler finden. Den ich ja wohlgemerkt beim letzten Mal. Ah, den haben wir ja beim letzten Mal gar nicht mehr gesucht. Von dem her ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Ich hätte ganz gerne einen Wagen mit Nitro. Aber die sind hier alle irgendwie nicht so schnell aus, muss ich zugeben. So, wer von euch kann denn was? Kann von euch irgendeiner was? Es sind gar keine Autos gerade auf der Straße. Wo seid ihr gerade? Map. Ja, ich weiß, da war ein Zebrastreifen, aber in Lego City im Räuber-Outfit kennt man da keine Gnade. Es sind ja nur Popelwagen unterwegs hier. Ist ja wie bei GTA. Kaum fährt mal ein Wagen, gibt es hunderte von denen. Wer kennt das Phänomen noch? Endgeil. Naja, in Anführungszeichen eigentlich eher. So, du bist auch dasselbe. Schau, genau das meine ich. Aber du bist was anderes. Du siehst doch aus, als hättest du Nitro. Komm. Polizei, ich brauche Ihren Wagen. Oh, das Squeaky. Das Squeaky hat aber auch keins. Schwache Leistung. Ach, Mist. Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, nachdem er kein Nitro hatte. Komm, du hast doch. Ach, egal. Na, jetzt sind wir eh gleich da. Jetzt brauchen wir nicht mehr rumkacken. Dann lassen wir das alles so, wie es ist. Und haben erstmal in den ersten 5 Minuten hier nochmal Vollgasveranstaltung gemacht. Polizei, ich brauche Ihren Wagen. Aha, hallo. Und erst einmal mit Vollgas. Da wird sich auch... Entführung! Nö, ich ist mein Kumpel.
Da ist mein neuer Kumpel. Mit dem darf ich das. So, wenigstens kann ich hier nochmal Nitro nutzen. Da haben wir bestimmt 10 Sekunden gespart. Und... ich brauche einen blauen Farbwechsler. Genau das ist das Problem. Den suche ich nämlich immer noch. Der wird hier irgendwo sein. Oh, das sieht doch mal interessant aus. Guck mal, das sieht aus nach einer... sieht nach einer Farbwechselbude aus. Ja, leck mich doch. Damit nur durch? Tatsache. Wollte gerade sagen, nur wie komme ich da rein? Da wahrscheinlich werde ich jetzt hier irgendwas... ach was, ein Teleporter. Ist ja ein Ding. Und ich lande genau da drin. Ah, okay. Boah, wie krass ist das denn? Das müssen wir uns ja schon glatt merken. Kann ich das hier sogar markieren? Tatsache. Farbwaffengruppe. Also hier kann ich mir jederzeit die Farbe holen, die ich gerade brauche. Gut, ich muss zugeben, das ist schon geil. Das ist schon geil. Ach, sogar Dynamit kann ich mir... hier ist ja das absolute Paradies an Sachen, die man sich holen kann. Hier hoch kann ich zwar nicht, aber egal. So, du bist doch mal blau, oder? Oder bist du weiß? Ne, das ist schon blau, oder? Ne, das ist blau. Dann gibt es wohl auch weiß. So, dann muss ich jetzt erst... oh, was wir hier kombinieren müssen. Wahnsinn. Cool, dass wir es jetzt erst gefunden haben. Ich hätte mich aufgeregt, wenn ich das gefunden hätte und ich wäre vorher nicht reingekommen. Lecker. Lecker? Ne, ich bin nicht lecker. Also zumindest nicht für dich. So. Einmal blau. Und ab nach oben. So, wir müssen irgendwie auf das Dach. Naja, hier reicht auch schon. Wobei wir hier schon einiges zeigen müssen. Oh, das sieht gefährlich aus. Ich brauche vorher nochmal Medizin. So. Jetzt hat aber, Jungs. Auf geht's. Oh, Weltklasse. Und die Mädels jubeln auch bei solchen Weltklasse-Aktionen von Chase. Unglaublich. Na, ist ja vollkommen klar. Da will ich auch ausrasten. Und bitte. Und zack. Ach, das ist einfach nur geil. Hilfe! So helft mir doch! Das Blackwell! Ich werde festgehalten! Gegen meinen Willen! Hört mich jemand? Wir sind hier, Blackwell. Ja, ich höre sie. Ich meine, abgesehen von meinen Entführern. Also, den guten Blackwell. Könnt ihr euch noch erinnern, als wir ihn mit dieser chilligen... ah, wie geil, wir machen sie einfach blau. Ah, wie cool ist das denn? Oh, da kommen ja gleich noch mehr. Und einfach mal Reverse Dropkick und bitte. So, der kann nichts. Hast du mir hier gerade den Edgy gezeigt? Ich glaube, dann wird es Zeit, dass ich einfach mal ein wenig spinne. Oh Gott, ist der, also der Move ist ja schon echt witzig, gell? Und, ach, gleich mal 6. Warum auch immer. So, hier brauche ich hier wieder unseren Weltraum. Chase. Grün, rot, blau, gelb, klingt überhaupt nicht schwer, wenn man denn die richtige Taste drückt. Weiß nicht, da drücke ich immer B anstatt A. Kann ich nichts dafür. Das ist irgendwie die Macht der Gewohnheit. Und damit gibt's hier... ah, das... wow. Das war aber auch hier gerade noch nicht, oder? Oder war es auch schon da, das Blaue? Keine Ahnung. Bauen wir erstmal hier die Leiter zusammen. Ach ne, jetzt muss ich das nicht auch allen Ernst noch mit der Farbpistole machen. Na, wie gut, dass wir noch das Blaue im Gepäck haben. Es ist ja nur halb so wild. Und ansonsten wäre das ärgerlich geworden. Oh, da ist ein Superstein! Den will ich doch haben, Mann. Ach, dafür ist es da. Okay, und dann hier rüber. Alles klar. Oh, oh, Gegner. Und tschüss. Und du auch. Ist das geil. Einfach weggeworfen. Als wären sie Mistkäfer. Boah, das war knapp. Einfach weggeworfen. Weltklasse. So, und ab nach oben bitte. Und hier gibt es auch gleich einen richtig fetten Battle, oder? Na, wo seid ihr? Kein Battle hier oben auf dem Dach. Dann sind hier einfach nur so Steine. Na gut. Dann zeige ich euch mal, wie es läuft. Und bitte. Oh Mann, das will ich auch alles gerne können. Irgendwann lerne ich das mal noch. Dann halte ich das als Vlog fest. Ja, das war's. Das kann ich noch gar nicht. Was machen wir da jetzt? Ach, hier runter. Ah, hier bauen wir wieder was. Eine Sprungschanze, so wie es aussieht. Nein, ein Trampolin. Ach, da oben. Okay. Das war jetzt schon schlecht, Chase.
Boah, ist nicht dein Ernst. Ich muss jetzt nicht alles wieder zurücklaufen, oder? Das ist ja noch. Ach, das ist ja ein Superstein. Gut. Dann muss ich das ja schon fast als Erfolg verbuchen, weil ich den Superstein sonst nicht gehabt hätte. Aber den ganzen Weg jetzt nochmal gehen, ist ja schon fast ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Eieieiei. Na gut, dann nochmal für die Ladies. Woo! Okay, naja, dann machen wir das Ganze jetzt hier einfach einen Ticken schneller. Zack! Und schaut euch die Moves an. Unglaublich. So, jetzt stört uns ja hier keiner. Das bedeutet, das geht schon ganz fix. Aber das war trotzdem, dass er sehr unnötig, dass er da jetzt runterfällt. Boah, das war auch wieder ganz schön knapp. So. Und Achtung, bloß keinen Scheiß bauen. Gut. Na, hier haben wir ja noch keinen Scheiß gebaut. Hier ist ja noch alles in bester Ordnung eigentlich. So. Nach der Situation hat es hier ein bisschen gehapert. Ach nee, da hinten ist er gestürzt. Okay. Genau hier. Das habe ich nämlich auch nicht so ganz verstanden. Wegen dem Trampolin. Ich muss B gedrückt halten. Ich weiß nicht. Ja, genau. Warum hat er das gerade eben nicht gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, Leute. Mission Impossible gerade. Falsche Richtung. Egal, ich wollte die Coins. Das da ist. Und jetzt geht's ab. Oh, da ist ein Superstein. Kann ich da einfach rüberspringen? Darf ich das? Soll ich das? Ich glaube, ich soll das. Nein. Nein, Chase, du hast mich nicht gerade wirklich enttäuscht, oder? Oh, nee. Oh, nee. Ja, oh Mann, tut mir leid, Leute. Mach das doch auch nicht mit Absicht. Ich hab den Superstein entdeckt, wollten haben. Ich war mir echt sicher, dass Chase es schafft. Ja, klar, nochmal Ehrenrunde. Et voilà, alle guten Dinge sind drei. Dankeschön. Nee, aber das war jetzt unnötig. Jetzt mal ganz ehrlich, das habe ich Chase schon zugetraut, dass er das ohne Probleme packt. Na, obwohl, vielleicht habe ich ihn da ein wenig überschätzt, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich ihn vielleicht etwas zu überschätzt. Ja, mittlerweile Chase, ne? Was haben wir hier? 33. oder 34. Part? Der ist schon ein geiler Junge, ne? Aber das war vielleicht ein Ticken zu viel. So, jetzt aber nochmal, weil ein viertes Mal tue ich mir das selbst nicht an. So, also keinen Scheiß bauen. Oh oh, ich sagte keinen Scheiß bauen. Ich weiß, du bist abenteuerlustig und ich weiß, dir macht das eine Menge Spaß, aber... nicht übertreiben. So, wir werden jetzt auch nicht darüber springen. Ich scheiße auf den Superstein. Wahrscheinlich hätte ich von hier irgendwo runterfallen sollen oder so. Ja, hier hätte ich mich wahrscheinlich runterfallen sollen, aber egal. Ich mache den Spaß nicht nochmal mit. Oh, das war lecker. Das war richtig geil, Chase. Danke dafür. So, wieder auf einem Dach. Und wieder nach oben. Wahnsinn, was für ein Eck. Warum gehst du, nimmst du nicht einfach den Aufzug? Ja, ich weiß, würde keinen Spaß machen. Hast ja recht. Und wieder auf dem Dach. Ey, das ist schon einfach Weltklasse, was der Mann hier macht. Und zack. Wie kenne ich das können? Mann, wie cool war das denn? Genau! Dave? Dave! Boah! Da, ein Vordach. Wäre das ein Actionfilm, würde da sicher einer drauffallen. Ah! Au! Das tut richtig weh. Kann der Tag noch schlimmer werden? Ach so, auf einmal sind die Cops da. Grundgütiger Himmel, Rettung naht! Verhaften Sie diese Männer! Schnappt ihn! Oh oh. Final Battle jetzt hier oder was? Hey, warum sehen die alle gleich aus? Kann ich euch nicht einfach abschießen? Ich kann euch doch bestimmt einfach mit meiner lustigen... Ja, Mann, das geht ja wirklich. Genau. Zeigen Sie es denen. Und das machen wir. Ach, drücke wiederholt A, um Gegner zu... einige Zweier. Boah, ein Erster mit der Spitzhacke drauf. Oh, warte mal, ich bin gleich tot, fällt mir auf. Oh, oh.
Staub abklopfen und ab in die Mitte, junger Mann. Ich muss mich langsam beherrschen. Okay, das war lecker. Da haben wir jetzt gerade drei auf einmal quasi gekillt. Ha, die Trachtprügel hat er verdient. Und nochmal Kontern, sehr gut. Und bäm. Wir haben es geschafft. Das war knapp. Ganz Danke, junger Mann. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. Nicht solange ich da bin, Sir. Die schicken womöglich Verstärkung. Daher sollten wir umgehend aufbrechen. Mein Wagen müsste noch in der Nähe sein. Oh, und jetzt noch die Flucht? Wir sind leider spät dran, Chase. Ah, kamst aber wohl auch ohne uns klar. Ich denke, die Polizeistation wäre der sicherste Ort für mich. Würden Sie mich fahren? Ich bin noch etwas mitgenommen. Fahr ruhig. Ich sag dem Chief Bescheid, dass du Mr. Blackwell ablieferst. Wir bleiben hier und kümmern uns um die Gang. Na, klingt doch super. Was hat er denn für einen coolen Wagen? Danke. Ah, ich darf fahren. Ich bin untröstlich. Ich habe Sie gar nicht nach Ihrem Namen gefragt. Ich bin Chase. Chase McCain. Wir sind uns noch nie begegnet. Chase McCain. Sieh an, wie unglaublich winzig die Welt doch ist. Seltsam. Vor kurzem erst sprach ich mit einem Bekannten über Sie, junger Mann. Darüber, was Sie durchstehen mussten, um Rex Fury zu verhaften. Ja! Er weiß, dass es nicht Chief Dumby war? Nein, nein. Einige von uns sehen die Dinge von damals etwas klarer als andere. Frei jeglicher Meinungsmache. Eine Schande, dass Rex ausbrechen konnte, was er wohl alles anstellen wird. Wer weiß. Diese Männer, wer waren die eigentlich? Ohne Frage Umweltaktivisten. Die mögen mich nicht besonders. Und wieso, wenn ich fragen darf? Das wissen Sie nicht. Ich dachte, das wäre bekannt. Es war alles nur ein bedauernswertes Missverständnis, das nun hinter mir liegt. Wichtig ist nur, dass Sie in Sicherheit sind. Wir. Ob meine Sicherheitsleute das wohl auch so sehen? Alter, da hackelt's Legosteine, deswegen mache ich das gerade. Hey. Weil ich gerade sehe, dieser Multiplikator reißt ja mal so einiges raus. Na gut, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Aber der Multiplikator ist ja richtig lecker. Na, das ist ja nett. Genau, danke, richtig, sehe ich auch so. Ja, wir kennen den Mann ja schon nur als Undercover. Also nicht als Chase. Und er erkennt uns ja, Gott sei Dank, eine Spazierfahrt. Boah, ist ganz nett, ne? So, wir bringen jetzt zur Polizeistation und dann ist alles gut hier. Hoffentlich. Da wären wir. Mr. Blackwell, ich bin ja so froh, Sie zu sehen. Hab kein Auge zugemacht. Danke nochmals, Chase. Sie schlafen während der Arbeit? Ich? Warum gehen wir nicht hinein? Danke. McCain, es ist Zeit für mich zu gehen. Aber wir werden uns sicher wiedersehen. Das reimt sich, ja. Sehr sympathischer Mann. Ah, jetzt gibt's den ganzen nochmal als Parcours. Um ihn in einer gewissen Zeit natürlich freizuschalten. Oh, das würde ich ja jetzt hier lässig hinkriegen, kein Problem. Nee, aber der Mr. Blackwell ist echt ein sehr sympathischer älterer Herr. Und muss sagen, für das, dass er ja, wahrscheinlich doch auf der bösen Seite steht, ein echt cooler Kerl. Und hey, wenn ich mich jetzt... Hey, wir haben jetzt einen Multiplikator mal 8, ne? Was glaubt ihr, was hier gleich passiert, wenn ich die Sterne einsammle? Achtung und bitte. Instant 824.000. Ach ja, hier kommt, dann nehmen wir den auch noch. Der hat auch nochmal 8.000 und zack. Und wir haben jetzt gerade... eine blaue Farbpistole fällt mir ein. Dann könnten wir ja glatt das hier mal machen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gehabt. Und das führt uns nämlich auf das Dach des Polizeipräsidiums. Und dort finden wir erstmal nichts. Aber dann gehen wir noch weiter nach oben und finden nichts. Na, das hat sich ja gelohnt. Das war ja Weltklasse. Ach, da oben ist ein Superstein, alles klar. Trotzdem, ich dachte schon, das ist absolute Weltklasse. So darf es weitergehen. Immer was finden hier. Und hier können wir jetzt auch nochmal klettern. Und dann haben wir wenigstens den Superstein vom Dach. Fallen direkt mal rüber. Brechen uns quasi das Genick. Haben dann aber direkt Bock nochmal. Holen uns hier auch nochmal 8000 Coins. Wenn ich den hochkäme, muss ich da jetzt echt die Leiter hochgehen wegen dem kleinen Ding da. Glaube ich, pack das nicht.
Ah, geh doch auf die Seite jetzt. Hallo. Bam, gleich mal abschießen. Zack, und fast haben wir 3 Mille. So läuft das Business. Und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Part beenden wir hier diese Folge. Was uns in der nächsten Mission erwartet, das seht ihr erst im nächsten Part. Oder sehen wir das jetzt noch? Nein? Lasst euch überraschen. Wenn ihr wissen wollt, was passiert, dann schaltet ein. Nächste Folge. Bis dahin. Haut rein.